riffs. Das Magazin für Stromgitarrenmusik. Willkommen zur dritten Ausgabe von Riffs and Roars, dem Magazin für Stromgitarrenmusik. Ja, heute geht es auf jeden Fall zu Headshot und Warpath. Headshot haben ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir waren vor Ort, wir haben die Interviews geführt, wir haben ein paar schöne Mitschnitte gemacht. Und was danach noch kommt, werdet ihr dann sehen. Bleibt gespannt, schaut es euch an. Es lohnt sich auf alle Fälle. Und ich wünsche erstmal viel Spaß. Bis dann. Hallo, wir sind jetzt hier gerade Backstage beim 30-jährigen Jubiläum von Headshot. Und bei mir ist die Band Warpath aus Hamburg, der Support von heute. Hallo. 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 Ja, ich bin froh, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr Zeit hattet. Und 30 Jahre Headshot, davon könnt ihr eigentlich ein Lied singen, denn das 30-Jährige habt ihr ja auch nur schon hinter euch. Ich kenne euch ja ein bisschen und ich habe so ein bisschen recherchiert. Da sind so viele, Musikrichtungen drin, die ihr spielen sollt. Von Power Metal über Thrash Metal mit Death Metal, New York Hardcore. Erzählt doch mal selber, wo seht ihr euch denn selbst? Jetzt heutzutage würde ich uns auf jeden Fall mehr so in die Thrash, Death, mit immer mal so ein bisschen Doom und Hardcore Einflüssen einordnen. Dann richtig genommen haben wir diese Power Metal Sache. Fing ursprünglich an so ein bisschen mit der Urbesetzung, das erste Album. Und da sind die beiden Gitarristen gegangen nach dem ersten Album und dann hat sich halt auch der Stil in eine etwas andere Richtung entwickelt, der eigentlich bis heute beibehalten wurde. Und, wir vermengen halt einen Haufen Thrash, Death, Doom, einmal durch den Betonmischer und dann geht das los. Ja, da ist auch natürlich immer auch ein bisschen aktueller Zeitgeist mit drin, je nachdem wie unsere Stimmung ist, wenn wir im Studio sind, wenn wir Songs schreiben, es kommen mal mehr, sagen wir, die Punk-Attitüden raus, mal mehr der thrashige Teil, mal mehr so richtig der aggressive Death-Teil. Das ist bei jeder Platte ein bisschen eine andere Mischung, je nachdem, wie halt unsere Stimmung zu dem Zeitpunkt auch ist. Ja, und vor allem denke ich auch, was für Charaktere dabei sind, ne? Was man auch so mal selber gerne, welchen Einfluss man mit in die Band bringt. Euer letztes Release ist, glaube ich, 2022 rausgekommen. Daher habe ich das nämlich mit den New York Hardcore-Lasting, das habe ich nämlich in einer Rezension gelesen. Ich habe das jetzt nicht so unbedingt rausgehört. In den 30 Jahren, du hast es gerade schon angesprochen, ist es ein bisschen viel passiert. Line-Up-Wechsel, dann ein paar Zerwürfnisse, dann wurde die Band auf Eis gelegt, dann wieder Reunion und so weiter. In der heutigen Zeit, denke ich mal, ist es sowieso ein bisschen schwieriger, eine Band zusammenzuhalten. Wie seht ihr das als Band, sage ich mal, ein Bandgefüge, das funktioniert? Welche Eigenschaften muss man da mitbringen, sage ich mal, dass es funktioniert? Ihr habt alle eure Erfahrungen gemacht und werdet wahrscheinlich auch alle eure Schlüsse draus gezogen haben. Ja, ich denke mal, man muss sehr viel Geduld haben und auch, ich sag mal, so seine eigene Motivation mitbringen. Also man macht das ja jetzt nicht, ich sag mal, wie so ein Job, man geht hin, man arbeitet, man ist links und da kommt irgendwann nur Frust raus. Man muss auch wirklich mit Herzblut dabei sein und wenn was da ist, dann funktioniert man auch als Familie, als Band. Einfach weil man sagt doch, ja, meine Güte, das ist zusammen, das ist was zu erleben, das ist ein Abenteuer, das ist, ja, das ist wirklich, das kommt emotional aus einem. Das ist jetzt nicht wirklich ein Job, den man als Job macht. Okay. Also ich, für mich ist das ja, eine ganz klare Sache, ist ganz einfach, dass wir 93, 94, da war man 25 Jahre alt, da wollte man nach vorne auf Biegen und Brechen und da hat man nicht nach links und rechts geguckt irgendwie. Und dementsprechend haben wir uns damals auch in die Haare bekommen. Es gab einen Sänger, der nach mir in die Band gekommen ist, der ist dann gestorben, ist die Band auf Eis gelegt worden, was du eben schon erzählt hattest. Dann haben wir uns 2015 in der Originalbesetzung wieder zusammengetan und das ist trotz der Erfahrung, die wir hatten, trotzdem so ein Pulverfass unter den Charakteren gewesen. Also der Originalbasser in Anführungsstrichen aus der Übersetzung der Maurer ist dann wieder ausgestiegen, der Krit ist wieder ausgestiegen. Und das, was wir hier zusammen haben, Claudio, Roman, Norman, meine Wenigkeit und Sören,
Wir machen zusammen seit 5 Jahren, wir drei sogar schon seit 8 Jahren Musik zusammen. Und wir beiden haben vorher auch schon in einer Band zusammen Musik gemacht. Das heißt, ab einem gewissen Punkt kriegt man einfach mit, es zählt nicht nur, was weiß ich, das Image der Band nach vorne zu bringen, die Musik ist, was weiß ich, sondern ganz wichtig ist einfach, dass man aufeinander, miteinander Bock hat, das zu machen, was man macht. So, und dann kann man halt auch mal Fehltritte verzeihen, irgendwie welche Fehler. Es ist auch nicht mehr wichtig, nach dem Konzert sich auseinanderzunehmen, oh, du hast den Fehler gemacht und du hast den, sondern einfach, das war cool. Ja, aber damals wird da ja Banane, ist halt so. Weißt du, keiner ist perfekt. Ich meine, man ist inzwischen, das kommt dann doch dazu, wenn man eigentlich ein bisschen rückblickend sein eigenes Leben verfolgt, jeden Tag oder wie auch immer, dann weiß man halt einfach, kein Mensch ist fehlerfrei, überall passiert, selbst die bestkonstruierteste Maschine macht irgendwann mal irgendwie das Spirenzchen oder sowas. Und wir Menschen sind halt eben Menschen. Und ich finde, wir haben halt einfach das Glück, dass wir super gut miteinander klarkommen und dass wir nach den Shows zusammen feiern. Meistens, außer es geht früher jemand nach Hause oder sowas. Aber im Großen und Ganzen sind wir auch wie gestern oder auch letzte Woche, wenn ich meine, da haben wir mit Holy Moses zusammen gespielt. Das sind halt echt, dann feiern wir halt auch zusammen. Das heißt einfach, wir haben Bock aufeinander. Und das ist halt, das Menschliche ist, glaube ich, das, was zählt. Ganz weit vorne. Das hält eine Band zusammen. Wenn du irgendwie alles andere, was danach kommt, muss man halt immer mal gucken. Das ist so meine Meinung. Ja, wir kennen ja auch die Marotten mittlerweile von den meisten. Ja. Genau. Ja, allein schon, wo wir eine Woche lang zusammengefercht im Bus waren und ja. Die Tour gemacht haben, da kann man sich ja nicht aus dem Weg gehen. Ja. Nee, das, also, normalerweise muss ich wirklich sagen, das passt super. Ich habe absolut gar keine Probleme, ich bin eh pflegeleicht, von daher. Das behauptet er jetzt. Ja, schön. Also es freut mich auf jeden Fall, dass dann so ein Zusammenhalt auf jeden Fall funktioniert. Ich kenne das selber, ich bin selber Musiker und ich weiß, wie schnell sowas auch auseinandergehen kann, wenn dann die Interessen sich auch so ein bisschen splitten oder einer dann so ein bisschen nach vorne prescht oder nicht. Umso schöner zu sehen, dass es dann doch mal funktioniert. Ich muss da noch mal sagen, 3 Jahre oder 5? 4. Vier Jahre sind die beiden jetzt dabei. Entschuldigung, ja, ich habe das irgendwie. Ich bin gerade selber. Wir haben Dezember, das gilt schon fast. 5 Jahre. 19, 20, 21. Naja, stimmt, ich muss 19 dazu ziehen. 19. Aber 19 jetzt sind es genau 5 Jahre. Genau, nächstes Mal ist das 5 Jahre. Da war ich doch richtig. Ja, Corona hat einige Jahre geklaut. Ja, ja. Minus. Was?
eure Songs, also die sind ja alle so ein bisschen düster, sage ich mal, so ein bisschen schwermütig von den Texten her, aber wenn man das dann so ein bisschen hinter die Fassade guckt, merkt man schon, dass die alle eine Message haben, die so ein bisschen dann doch ins Positive reingeht, so ein bisschen aufbaut und ja, es war alles Mist da draußen, aber du kannst es trotzdem schaffen, so ein bisschen in die Richtung. Wo nehmt ihr die Ideen her? Wer ist alles am Songschreiben beteiligt? Sind das Sachen, die aus dem Leben gegriffen sind oder die man selbst erlebt oder sind das einfach Sachen, das beschäftigt mich gerade, weil das im Umfeld passiert ist und darüber möchte ich einen Song machen? Also ganz kurz zusammengefasst, ja. Gut. Also alles, was du gesagt hast, ist da mit drin. Jeder Song hat eine Entstehungsgeschichte. Der eine kommt aus einfach so einer fiktiven, so, oh, das ärgert mich, da schreibe ich jetzt einen Song drüber. Das nächste aus einem Erlebnis. Das dritte ist einfach eine Geschichte, die wir erzählen möchten über jetzt eine Person oder ein Ereignis, wo wir sagen, das möchten wir mal reflektieren, was wir darüber zu sagen haben. Und das ist bei jedem Song anders. Und so entstehen auch die Songs. Manche kommen dann, dass der Dicke eine Idee hat, dann kommt wieder was von Roman oder von Claudio, von mir, von Norman. Also so der Grund der Ideen ist jedes Mal woanders. Und entsprechend haben wir natürlich auch eine gewisse Bandbreite in den Songs, weil sie halt nicht alle dem gleichen Muster entstammen. Ja. Textlich hat er das eigentlich auch schon gut beschrieben. Das sind eigentlich meistens Sachen, die einen wirklich beschäftigen. Ob das jetzt globale Sachen sind, weil man sich vor dem Fernseher, was man ja nun mal macht, Fernseh gucken, darüber aufregt, dass er irgendwie so irgendwelche, keine Ahnung, die Pandemie hat vieles gezeigt, was das für Idioten gibt auf der Welt, irgendwie, die irgendwelche Scheiße raussammeln. Da haben wir zum Beispiel auf eine recht sarkastische, satirische Art den Text von The Last One, habe ich da geschrieben, weil es dann durchaus Leute gab, die gesagt haben, ich bin derjenige, der Deutschland retten kann. Oder wir hatten den anderen Knallkopf, der gesagt hat, Make America Great Again, der ja auch ganz weise Sachen von sich gegeben hat. Und da haben wir sind öfters so ein bisschen auf die sarkastische, satirische Art mit unseren Texten über solche Sachen in der Gänge. So, weil letzten Endes kann man sich, wenn man sich zu viel drüber aufregt, kann man sich auch eine Kugel geben, da muss man schon drüber lachen eigentlich irgendwann. Und ansonsten... Songwriting, da nimmst du viel. Songwriting, naja, das Texten, das Songwriting habt ihr jetzt halt gemacht. Das stimmt. Songwriting machen wir, die Texte sind eigentlich. Texte sind meist von mir, das Songwriting vom letzten Album, gerade weil es pandemiebedingt war. Ich wohne jetzt seit 3 Jahren in Düsseldorf. Die proben zusammen sehr viel, gerade die drei. Wir beiden, also er dann auch noch dazu irgendwann und ich bin fast eigentlich so gut wie gar nicht da. Ich komme nur zu Auftritten vorbei. Tja, das muss man mal, oder ich schicke den Song, wenn ich eine Idee habe. Das klingt jetzt arroganter, als es gemeint ist, irgendwie so, wir finden manchmal einfach gar nicht die Zeit dazu, ist tatsächlich so. Er hat Familie, wenn wir am Wochenende unsere Gigs haben, das ist Wochen, Monate vorher geplant, ab und an proben wir mal, wann haben wir das letzte Mal geprobt, zusammen mit mir im März oder was das war, ne? Das Jahr. Nein, also es ist schon so, dass wir haben halt das große Glück, dass wir das einzige verbliebene wirkliche Urmitglied dabei haben, was eben nicht nur singt, er kehrt das immer so ein bisschen unter den Teppich, er schreibt halt auch Songs. Und insofern ist das ist für mich ziemlich wichtig, weil ich, ja, ich muss es zugeben, ich war quasi auch mal großer Fan der Band und jetzt nicht mehr. Und dieser Geist von Against Everyone, das ist so für mich das Opus Magnum. Und der lebt durch Dirk weiter, weil Dirk halt selber auch Gitarre spielt, selber Songs schreibt, viele Songs schreibt und diese Quintessenz, die bleibt immer im Kern erhalten. Und da können wir beide moderne Einflüsse oder irgendwelche krankeren Sachen damit reinbringen. Der Grundsound bleibt immer der gleiche. Das ist wichtig, dass die... Ja, wie sagt man, der Kern erhalten bleibt von Warpath, dass es nicht eine komplett andere Musikrichtung wird, sondern dass du die Band immer noch erkennst und sagst, ja, hier und da biegen sie mal anders links und rechts ab und das macht es vielleicht auch ein bisschen spannender noch, aber es ist Warpath. Du hörst den ersten Ton, du hörst den ersten Schrei, es ist Warpath. Und darum geht es, dass die Band sich nicht komplett verändert, sondern dass die Quintessenz erhalten bleibt, glaube ich so. Ja. Das war eine gute Erklärung. Das Fundament muss stimmen, die Quintessenz erhalten bleiben. 30 Jahre Warpath jetzt oder über 30 Jahre sogar. Ihr habt vorher garantiert auch alle, ganz klar, auch bei anderen Bands gespielt. Gibt es da
jetzt erstmal auf Warpass bezogen, aber ansonsten auch auf das Musikerleben, irgendwelche Highlights, wo ihr sagt, oder irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, boah, das würde ich gerne nochmal als Musiker machen, das möchte, mit dem Musiker möchte ich nochmal auf der Bühne stehen gemeinsam, das möchte ich nochmal erleben. Gibt es da noch irgendwie sowas so, das wäre jetzt das i-Tüpfelchen praktisch? Also ich habe eigentlich in meinem Leben mit Warpath das Höchste schon erlebt. Nur so sagen, ich bin im Schwabenland groß geworden und mein Heimatfestival war das Bang Your Head. Und das war, als ich damals bei Warpath eingestiegen bin, noch nicht mal bei Warpath eingestiegen bin, ich kannte Digger zwar vom früheren Bandprojekt und habe dann gesehen, oh, Warpath Reunion Tour, sie spielen auf meinem Heimatfestival. Und wollte dann so, ja, jetzt warte erstmal noch ein bisschen, dann fragst du einen Dick mal, ob du als Crewmember vielleicht so mit VIP reinrutschen kannst. Weil man steht, man kennt das ja als Fan, man steht im Festival so, einmal auf dieser Bühne stehen. Und dann ruft er mich an, sagt, ja, Maurer will raus, ich brauche einen Basser, willst du spielen? Und ich so, ich darf selber spielen auf dem Bang Your Head in Balingen. Und dann, das war mein 13. Bang Your Head. Ich ging auf die Bühne und meine Cousine war als Fan mit dabei. Und die hat gesagt, ich habe 2 Wochen gebraucht, bis das Grinsen langsam aus meinem Gesicht wieder runterkam. Das ist einfach das Höchste, so auf so das Festival, wo man immer ist. Und dann steht man selber auf dieser Bühne und darf spielen und darf performen. Und ich glaube, mehr geht gar nicht. Und selbst die große Show in Wacken hatte nicht das Gefühl, was ich in dem Moment habe. Und ja, das Bang Your Head gibt es ja leider nicht mehr. Das heißt also, eine Wiederholung ist einfach nicht mehr möglich. Aber eigentlich so ein bisschen spürt man es bei jedem Show, bei jedem Festival, wo man ist und sagt, ja, es fühlt sich einfach gut an, immer wieder. Aber so dieser Kick, das war wirklich das absolute Ultimatum. Da geht nichts mehr drüber. Okay. Also ich muss mal ganz kurz was sagen, ganz schnell. Die 30 Jahre Warpath sind ja eigentlich gar nicht 30 Jahre Warpath. Ich glaube, wir haben die 91 gegründet, 96 sind sie auf Eis gegangen und 15 haben wir weitergemacht. Bis jetzt, von 15 bis jetzt haben wir irgendwie 8 Jahre, dann sind das vorher nochmal 5 Jahre. Richtig genommen ist die Band ja noch gar nicht so alt. Aber ihr habt eine große Pause gemacht, aber vor 30 Jahren haben wir halt angefangen, das ist richtig. Ganz kurz zu irgendwelchen Träumen oder sowas, bei mir ist das so, ich würde natürlich, finde ich geil, auf jedem, ich würde am liebsten nächstes Jahr oder wenn das nächste Album rauskommt, Rockhards, Summer Breeze, Hellfest würde ich gerne spielen und solche Sachen. Ich einfach mal die ganzen Festivals und vielleicht nochmal eine Tour machen. Und aber mit einer Band, die wir unbedingt, ich bin genauso wie du, also auch Festivals, ich liebe das. Ich finde das total klasse. Dieses geräumige, vieles, ich finde das super, Festivals. Spielen macht mega Laune, gerade Open Air mache ich sehr, sehr gerne. Aber eine Band fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. Analtrag vielleicht, aber das. Ich wüsste eine. Ja. Also, wenn es nach Träumen geht, also würde ich, was Herzblut ist, mit Anthrax zusammenspielen. Ja, doch. Das wäre so noch einen, der richtig mich nochmal kicken würde. Okay. Ja, oder klar wäre es geil, mit Exodus zu spielen. Exodus, Gary Holt, gar keine Frage. Oder Slayer kommt nochmal wieder, dann wäre man natürlich, ach, das wäre auch der Knaller. Oder es würde, Pete Steele kommt aus dem Grab hoch und macht nochmal eine Type O Negative Tour und wir wären auch dabei. Das wäre natürlich, aber, ne? Ja, dafür. Ja. Vielleicht mal in die USA oder so. Da mal ein paar Shows spielen. Einfach, dass du so von der Bucketlist irgendwie. USA wäre cool, so da gespielt zu haben, da mal ein paar Shows, egal wie und wenn es in der letzten Ranzbar ist. Bei dir in der Heimat, Claudio. Oder bei Claudio. Ja, natürlich, in Chile gibt es viele gute Konzerte und Festival, Metal Fest ist bekannt. Und verrückte Fans. Ja, und da sind ganz verrückte Fans und ja, das ist ein Traum für mich, ne? Dass ja. Mit Warpath da spielen, das wird Hammer. Ja, Bewerbung gerne direkt in die Band und Kontakt herstellen. Sollte ja nicht so schwer sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch und habe eine letzte Frage noch. Und zwar stelle ich die so ziemlich jeder Band. Gibt es irgendwas, was ihr gerne irgendwann mal oder was ihr gerne mal loswerden möchtet, was ihr noch nie gefragt worden seid und wo ihr sagt, stellt keiner diese Frage oder das wollte ich schon immer mal raus zu den Leuten irgendwie mal sagen. Gibt es da irgendwas?
Uns hat noch nie jemand gefragt, wart ihr schon mal zusammen bowlen? Wir waren heute zusammen bowlen. Okay, also dann haben wir das ja auch geklärt. Und Roman hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt. Und ich glaube, ich war in dem 5. Platz und war mein erstes Mal. Gut, super. Dann vielen Dank. Viel Spaß nachher beim Gig. Danke. Vielen Dank, wir sehen uns. Und alles Gute. Vielen Dank. Cool. Sind wieder Backstage und diesmal ist der Haupteck von heute hier, nämlich Headshot, 30 Jahre Jubiläum und die CD-Release-Party heute hier. Ja, schön, dass ihr da seid erstmal und 30 Jahre, das ist ja schon mal erstmal eine Ansage. Dass eine Band heutzutage 30 Jahre schafft, ist auch nicht irgendwie allgemein, da werdet ihr auch einiges erlebt haben, Höhen, Tiefen. Ja, ich würde mal sagen, was waren denn so eure Highlights, eure Höhen und Tiefen in den letzten 30 Jahren, wo er so sagt, daran erinnere ich mich gern oder daran erinnere ich mich vielleicht weniger gern? Soll ich mal anfangen? Also ein Highlight war auf jeden Fall, dass wir in Wacken gespielt haben. Da hatten wir über das Forum die Möglichkeit zu spielen. Das war so eine Covernummer. Also wir haben 3-4 Stücke gekriegt, die wir vorbereitet haben. Und durften dann Samstagmittag um 12 im Zelt spielen, hinten bei den großen Bands auf der Bühne zugucken. Ja, das war so mein
absolutes Highlight, aber ich gebe mal den Kapellmeister, der hat bestimmt noch ein paar mehr. Da haben wir aber nicht als Headshot gespielt. Ja, egal. Nur, falls da jemand nachforscht. Okay, mein Highlight sind eigentlich die Schweiz-Gigs oder die Schweiz-Connection. Wir haben seit der zweiten CD, seit der Emotional Overload, da war ein Song, Silent Cry, auf dem Metal Hammer Sampler. Und dem haben ein paar Jungs in der Schweiz gehört, die haben uns kontaktiert und uns eingeladen, da zu spielen in Luzern. Und seitdem spielen wir da, haben wir uns mit denen angefreundet und spielen da alle paar Jahre mal. Und das hält bis heute an. Und ja, in der Schweiz ist eine schöne Landschaft. Was noch? Wunderschön. Man kann auch sehr spontan dahin fahren, wie ich gerade noch erzählt habe, hier 2019. Kurz vor, oder nee, 2019 gar nicht war, es war ja in Corona-Zeiten. In der Schweiz galten da aber nicht diese Bestimmungen, wie wir sie hier hatten. Also haben wir dann da ein schönes Konzert gehabt, konnten ohne Masken auftreten, konnten rauchen, konnten feiern. Das war sehr spontan, weil irgendwie die Anfrage Anfang der Woche kam, ob wir am Wochenende spielen können. Das war so eins meiner Highlights und ansonsten die letzten Konzerte, die wir jetzt mit Headshot eigentlich hatten, auf dem Rock in Rautheim, mit Tankard hier im Westend nebenan und auch unsere Release-Party am 2.12. vor einem Jahr. Das sind eigentlich so diese Highlights, weil ich auch die Scheibe, die wir letztes Jahr rausgebracht haben, die Eyes of the Guardians, einfach als eine der Headshot-Scheiben empfinde, die vom Gesamtkonstrukt her einfach wahnsinnig gut gelungen ist. Und das mal so zu präsentieren und vor vollem Haus zu spielen und heute Abend ja auch wieder vor vollem Haus hier auf der Bühne zu stehen mit Warpath, ist einfach für mich, das ist so ein Highlight am anderen. Da kann man gar keins rauspicken. Ja, für mich ist auch absolut das Highlight, ist die Platte, die wir letztes Jahr rausgebaut haben und vor allem der Release-Gig. Ich bin damals vor über 10 Jahren eingestiegen, da war die Synchronicity gerade draußen und war seitdem noch nicht mehr im Studio. Und dann haben wir es endlich geschafft, und als wir die Platte in den Händen hatten und die live gespielt haben, das war geil. Und ich finde es auch eine sehr geile Platte. Und das war so ein bisschen auch eine Headshot-Wiedergeburt, Neugeburt, würde ich sagen, weil wir dann einmal in einer bisschen geänderten Besetzung mit neuen Songs auftreten zu können vor dem Braunschweiger Publikum, was echt abgegangen ist, war auf jeden Fall mein Highlight. Ja, ich glaube, ist alles gesagt. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Jetzt seit 5 Jahren dann erst, nächstes Jahr. Und der Tankard-Gig, glaube ich, war mein Highlight. Ja, hier gegenüber im Westend nebenan. Genau. Gib dir mal das Mikrofon, ja. Vielen Dank. Ja, das waren ja nur Highlights und keine Negativpunkte. Dann muss es ja echt gut gewesen sein. Redet man nicht drüber, verstehe. Ja, ihr habt ja, muss ich schon so sagen, einen sehr prägenden Stil. Also eure, das liegt vor allen Dingen auch an den Gitarren, die Olaf spielt oder auch dann das Schlagzeug, sehr treibend, sehr wild. Gab es natürlich auch in den letzten Jahren ein paar Line-Up-Wechsel, aber trotzdem seid ihr irgendwie der Schiene so einigermaßen gleich geblieben. Und dass ihr sagt, okay, ich höre es und ich weiß, das ist Headshot. Woran liegt das? Ist das einfach, wenn neue Charaktere mit reinkommen? Oder ist das eher so ein Anpassungsprozess, dass ihr sagt, das soll schon so klingen oder lasst ihr da auf freie Hand? Ja, also die meisten Songs schreibe ich ja oder eigentlich alle. Und naja, die kriegen dann das vorgesetzt, was sie spielen müssen. Das sind alle Diktatoren. Ja, na, aber im Prinzip ist es so, wenn man mal ehrlich ist. Und von daher... aber mal sehen, vielleicht kommt ja in Zukunft dann mal das ein oder andere Riff von jemand anders oder mal ein Schlagzeugbeat. Würde mich sehr freuen. Ich will auch was sagen. Also ist so ein bisschen wie beim Orchester bei uns. Es werden dann Noten verteilt, die der Kapellmeister aufgeschrieben hat und dann wird das gespielt. Zumindest fast genauso, wie es da steht. Und ich finde das auch gut so, weil dadurch hat es natürlich irgendwie einen einheitlichen Stil. Und Olaf entwickelt sich ja auch selber als Kompositeur quasi und jeder gibt sicherlich irgendwie so ein bisschen seinen Senf dazu in den Details, aber daher kommt das, dass das, glaube ich, aus einem Guss wirkt und es funktioniert einfach offensichtlich sehr gut, wenn das 30 Jahre lang Bestand hat, denke ich mal. Ja, das ist auch ähnlich dem, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte.
Du musst eigentlich in einer Band einen haben, der den Hut auf hat. Wenn alle der Meinung sind, sie wollen irgendwie ihren Senf dazugeben, wird es halt leicht krude. Und dann ist es auch schwierig, über einen so langen Zeitraum einen Stil beizubehalten. Und dass wir jetzt diese Line-Up-Wechsel hatten, war auch für die Band gut. Dadurch ist junges Blut reingekommen. Die beiden, die hier vor 30 Jahren noch in eine Windel gepupt haben. Nee, aber das ist so, wenn du dich persönlich gut verstehst in einer Band und alle auch noch den gleichen Stil verfolgen, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst. Und warum soll man dann an diesem Konstrukt was ändern? Das ist, macht keinen Sinn. Es funktioniert so, wie es ist, am besten. Ja, da habt ihr auf jeden Fall viele wahre Worte gefunden. aus eigener leidlicher Erfahrung. Würdet, und ich denke, die Frage wird jetzt als Songschreiber direkt an Olaf gehen, würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, es sind schon Konzeptalben, was ihr macht, und woher nimmst du die Ideen für die Songs, sage ich mal, wenn man jetzt die Synchronity sieht, oder jetzt auch die neue Eyes of the Guardian und so, sind das Konzeptalben, behandeln die ein Thema, oder suchst du dir von irgendwie immer irgendwas aus? Meinst du jetzt textlich? Textlich. Nee, sind keine Konzeptalben. Sicherlich gibt es mal so einen roten Faden, dass zwei, drei Songs dasselbe Thema behandeln, aber keine Konzeptalben. Okay. Nee, habe ich auch nicht vor, weil ich möchte mich nicht in ein Konzept verheddern. Okay. Und die Ideen für die Songs, sind das Sachen, die du erlebst? Sind das Sachen aus Film, Fernsehen? Wie das, die inspirierst du dich für die Texte? Ach, vieles kommt einfach so. Dann habe ich mal so eine Zeile im Kopf und dann... entwickelt sich das so. Kann ich ja, manchmal habe ich auch eine Idee vorher, wie bei Ground Zero zum Beispiel. Da geht es ja um den ersten Atombombenversuch. Und da hat man, dann habe ich ein Thema gehabt, aber manchmal ist es auch einfach so, dass ich so zwei, drei Zeilen habe und dann entwickelt sich so ein Text. Und dadurch dann irgendwie auch das Thema irgendwie. Ne? Muss ich halt auch gut anhören, so die Wörter. Ne? Oder gut singen lassen. Und ja. Okay. Thank you.
Vor 14, 15 Jahren gab es einen besonderen Break in der Band, als Andy gegangen ist und Dani dazu kam, was vor allen Dingen ja auch vorher eine reine Boygroup, sage ich mal, und dann mit einer Frontfrau. Ich kenne Dani ja noch von Uppercut, aus Uppercut-Zeiten. Und hat das für euch auch irgendwie, oder wie sagt ihr, wurde das aufgenommen von den Fans, von den Hörern und so weiter? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich fand's gut, ich mag die Stimme, aber stimmlich war es ja doch schon ein bisschen unterschiedlich. Ja, also das war so, dass wir natürlich erstmal nicht wussten, wie es weitergeht. Die neue Scheibe war gerade draußen, die Else Buff damals. Und ja, wie der Zufall es so will, haben wir telefoniert, Dani und ich. Und wir waren dann so am Überlegen, du warst ja auch dabei, dass wir so eine All-Star-Sängergeschichte machen. Und ja, das war jetzt irgendwie kein Wettbewerb, aber irgendwie war es dann so, dass wir gesagt haben, ja Mensch, ist auch gut irgendwie vielleicht, Dani ist was Besonderes, jetzt nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern weil man vielleicht auch das nicht so vergleicht. Und ja, es war die richtige Entscheidung. Und weiß nicht, vielleicht hast du selber noch. Ja, für mich war es halt damals auch so, ich kenne Headshot ja nun auch schon seit den Anfangstagen und war auch immer ein Fan von Headshot, muss ich sagen. Wir haben damals, ich glaube es war 1995, das erste Mal zusammen gespielt mit Square Waves noch in Ehm im Jugendzentrum, also das war 2 Jahre nach Bandgründung. Und da fand ich Headshot schon immer klasse, weil da auch die Songs gespielt wurden, die wir jetzt heute auf das neue Album mit alten Songs gepackt haben sozusagen. Makes Us Survive, wo Songs drauf sind wie Day of the Dead, Mother Earth Meltdown, und das sind die Songs gewesen, die damals halt im Jugendzentrum in Ehm gespielt worden sind, wo ich vor der Bühne stand und dachte nur, wow, das ist einfach ein geiles Songwriting, das packt mich total. Und der Kontakt war auch immer, wenn auch lose, da. Ich war eine Zeit lang in der Schweiz und mit Uppercut ging es dann nicht weiter. Und deswegen war ich dann total erstaunt, freudig überrascht, als Till und ich dann telefoniert hatten und er gesagt hatte, du, Andi ist ausgestiegen, wie sieht's denn aus? Und ich habe gesagt, du, ganz komisch, ich komme gerade wieder nach Deutschland zurück. Also wir könnten doch mal sehen, ob wir da nicht irgendwas draus basteln. Und es ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Ja, also es ist jetzt wirklich dieses Jahr mein 15-jähriges Bandjubiläum. Und ja, also ich bleibe. Ich gehe nicht mehr weg, ich fühle mich wohl. Gerade auch mit der Konstellation, jetzt bin ich total glücklich. Das ist einfach schön. Jo. Mini-Anekdote, ich war damals als 16-Jähriger auf diesem Konzert, wo der neue Sängerin, die Sänger oder der Sänger gesucht wurde und stand irgendwie, weiß ich nicht, in der dritten Reihe und hab auf die Bühne hochgeguckt und dachte, krass. Das hast du noch nie erzählt, Junge. Das stimmt ja nicht mit dir. Das bin ich auch zum ersten Mal. Ja, ich hab geschnitten, ach egal. 30 Jahre. Geht's auf die nächsten 30 Jahre zu? Was habt ihr vor? Was sagt die Zukunft? Sind da schon irgendwelche Pläne? Was schwebt euch vor? Was würdet ihr gerne noch in Angriff nehmen? Naja, wir gelten ja immer so als die most underrated Thrash-Metal-Band in Deutschland. Das würden wir gerne natürlich ein bisschen ändern. Also würden uns freuen, bestimmt auch mal ein größeres Festival zu spielen oder vielleicht auch mal eine kleine Tour oder einfach ein paar fettere Gigs. Also wir haben ein paar Sachen für nächstes Jahr, aber ja, wir gucken. Also wir werden weitermachen, denke ich mal, auf jeden Fall. Und gucken, was passiert. Ja, die ganzen anderen alten Säcke machen ja auch weiter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Was? Naja, dann müssen wir bald mal wieder neue Songs machen, ne? Oder, ja. Noch jemand? Ja, also ich würde auch sagen, wir sind ja lange Zeit irgendwo so ein bisschen im Off rumgedümpelt und haben jetzt innerhalb von 2 Jahren oder 1,5 Jahren 2 Alben auf den Markt geschmissen. Wir werden uns nicht zurücklehnen, auf gar keinen Fall, aber wir sind uns auch alle bewusst, dass wir alle unsere Jobs haben, unsere Familien haben, dass
schränkt das Ganze natürlich so ein bisschen ein und auch die ganze Entwicklung in der Musikindustrie, dass man halt einfach nicht mehr sagen kann, da kommt einer aufs Konzert und sagt, boah, das habe ich ja noch nie gesehen, wir gehen jetzt einfach mal mit euch los. Wäre utopisch, aber wir sind total glücklich mit dem, was wir machen. Klar, ein paar Festivals sind immer schön. Das ist halt so das, wo wir sagen, das ist das Ziel und eben neue Songs machen, ja. Und einfach so weitermachen, wie wir es machen, weil ich finde einfach, an dieser Konstellation sollte nicht gerüttelt werden. Und wir haben einfach auch den geilsten Proberaum in ganz Braunschweig, muss man leider sagen. Das ist halt unser zweites Wohnzimmer. Da kann man sehr gut Zeit verbringen und sich sehr gut aufhalten. Also das ist, macht uns immer wieder Spaß. Von daher wird es uns noch lange geben. Ja, gut. Dann auf jeden Fall schon mal vorab vielen Dank für das Interview. Eine Frage habe ich noch und die stelle ich so ziemlich jeder Band. Gibt es irgendwas, was ihr schon immer mal loswerden wolltet? Gibt es eine Frage bei Interviews, die ihr schon immer gestellt haben wolltet und die nie gestellt wurde? Fällt euch da irgendwo was spontan ein, was ihr noch rausschicken wollt in die weite Welt? Außer Weltfrieden, seid lieb zueinander. Schuhe für Frauen sollten günstiger werden. Gut, Schuhe für Frauen bitte günstiger machen. Alles gut. Alles gut. Das ist super. Dann vielen Dank auf jeden Fall. Viel Spaß nachher. Ausverkauftes Haus heute. Und dann sehen wir uns. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Now we know.
Hallo Pete. Over 50 years of Nazareth, you're the last remaining founding member, but all the others has also been in the music business for a long time. From your point of view, how has the music world changed over the last decades? Well, rock music hasn't really changed that much. The actual rock music. There's still young bands, as you can see playing with us tonight. There's younger bands still playing rock. Yeah. The music scene generally has changed a lot. The pop music scene always does. It's done that forever, you know, since the vaudeville days of the music halls. You know, it's changed all through the 20s, 30s, 40s. So, you know, there's a lot of that change. But from our point of view, from what we do, nothing's really changed that much. And the audiences, even tonight, when you look out at the audience on a tour like this, you have older people, yeah, but you've got a lot of young people that are still into rock music, you know. Yes. So really, as I say, from our point of view, rock has never really changed that much, you know. And maybe it got to the sort of 70s where the peak, when you had all the guys like us and Jens Zeppelin and Deep Purple, and all the rock music today is still, all the young bands are still. That's the level that they still left. You know, there was nothing new happened in the 80s in rock. Mm-hmm. You know, it all happened at that time, you know. Yeah. And I'm very happy that it's still going, let me tell you. Thank you.
Okay, thank you. Alongside bands such as Uriah Heep, Led Zeppelin, Deep Purple and Black Sabbath, you belong to the first hard rock generation, have been instrumental in the development of heavy metal. Many thanks for that. Yeah. Besides Simple Minds, you are the most internationally recognized Scottish music group. What does it mean for you to play in a band that has such a high profile? I've been very lucky to be able to play in a band like that. And the thing with Nazareth is we never became as huge in Europe as like a Led Zeppelin or Deep Purple even, you know, we had our time doing that size of gigs. But we always stayed at a really good level all over the world. Mm. So we could play everywhere, you know, we could play any, I mean, when we finish here, then I'm going, as soon as we finish in Germany, we're up to Finland for a few shows there. When I finish there, we go home, then I'm going to New Zealand for a few shows. And then we come back, then we go to India for a few shows. And then, after that, in February, we play South America in 10 different countries. And so, we're that kind of band. We had a nice level of fame, you know, that can take us to a lot of these places, although you're not playing arenas, you know. So we've been very lucky to have a sort of world following, you know. So I feel well blessed with that. Okay, one question? Yeah. Okay, your last album is called Surviving the Law. The album came out shortly after the COVID epidemic last year. How difficult were the recordings, the songwriting, and above all, is there a little bit of COVID in the socially critical songs? And what it means. And the actual Surviving the Law thing. Yeah, well, you see, we did that. We had the COVID thing where everybody was locked in. You know, we couldn't go out. So everybody was writing the songs at home, okay. Alone, you know, and they were sending them to each other. I've played this bit, what do you think, sending it to each other, you know? But a lot of the stuff was written individually. And so there was a lot of introspection in the songwriting. Which was good. It was good because when we eventually did get to the studio, it was a lot of fun, like fixing everybody's stuff out. But the Surviving the Law thing came from, at the time there were so many rules getting changed every day. You know, you couldn't do this, you couldn't do that, you're going to Europe to play, you can't do this, you have to get this, change, you have to do. And that was so funny that I read up at one point that, you know, there's like thousands of laws get passed every year, so many, that they don't actually make it onto the statute books, but you still got to obey them, you know. So you can break these laws even although they're not even in the books yet, you know. So what was the surviving the law? You know, it's very hard to survive the law, you know. And it was all because of it all stemmed from the COVID thing, you know. And I think you'll see a lot of bands that came out with new albums after that. There was a lot of, obviously, maybe not actually singing about the COVID thing, but a lot of different ideas in people's heads that they never had before. They'd never been locked away on their own for as long as that before, you know? Yeah, yeah. So it was funny. I mean, I've only got one song that I wrote on the album, but I had about 8 songs. And when I played them back to the guys, I thought, God, they're depressing, you know? I don't want to hear these things, you know. Okay. So, you know, it was a funny album to make, but it was an enjoyable album to make. Mm. Okay, thank you very much. Shake up, we are the heroes.
Das war sie, die dritte Ausgabe von Riffs and Roars, dem Musikmagazin für Stromgitarrenmusik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Konzert näher bringen. Die Stimmung war bei Headshot echt famos. Ausverkauftes Haus, 350 Leute, die das 30-jährige Jubiläum von Headshot gefeiert haben. Ein überragender Support von Warpass. Es war echt lustig und auch die anderen Konzerte und Interviews waren echt spaßig. Bleibt gespannt, was demnächst passiert. Wir sehen uns in Ausgabe 4 und bis dahin bleibt gesund, macht keinen Unsinn, habt euch lieb, wir sehen uns. Bis dann, ciao.